1949. Schule Hamburg-Isarbrook. Der erste Schulneubau in Westdeutschland nach dem Krieg. In einem langen Festzug ziehen Schüler und Schülerinnen 1949 in ihre neue Schule ein. Freundliche Pavillons mit moderner Ausstattung erleichtern das Lernen hier erheblich. Aber auch in Isarbrook müssen Klassen zunächst noch in zwei oder gar drei Schichten auch nachmittags unterrichtet werden. Demontage. Ein 350 Tonnen Riesenkran wird auf Befehl der britischen Militärregierung am 27. März 1949 gesprengt. Er zählt zu den weltweit vier größten Schwimmkränen. Der erste Sprengversuch misslingt jedoch. Nur drei der äußeren Streben werden beschädigt. Bis zum Schluss hatten Bürgermeister Brauer und Wirtschaftssenator Schiller sich bei den Briten für den Erhalt des Krans eingesetzt. Doch vergebens. Mit der zweiten Sprengung stürzt der Gigant am Fährsmannkai in sich zusammen. Erst 1950 stellen die Briten die Demontage in Hamburg endgültig ein. Prozess gegen Veit Harlan. Der Vorwurf gegen den Regisseur des berüchtigten NS-Hetzfilms Jud Süß lautet Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Durch den Film sei er psychologischer Wegbereiter des Holocaust gewesen. Veit Harlan, der Prozess gegen Veit Harlan war für mich eine Zäsur, das heißt sein Freispruch. 1949, 1950, auch die Revisionsverhandlung sprach ihn frei. Ich habe jeden Tag an diesem Prozess teilgenommen und erinnere mich natürlich genau, was der Film Jud Süß, dessen Regisseur er war, angerichtet hat. Für SS und Nazi-Polizei war der antisemitische Hetzfilm Jud Süß sogar Pflichtprogramm. 20 Millionen Menschen sahen den Film. Der Prozess polarisiert. Die einen feiern Harlans Freispruch, andere sehen darin einen unglaublichen Justizskandal. Einweihung des Mahnmals für die Opfer der NS-Verfolgung auf dem Ohlsdorfer Friedhof am 8. Mai. 20.000 Menschen kommen zu der Großveranstaltung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, in der viele ehemalige kommunistische Widerstandskämpfer organisiert sind. Ursprünglich war dies vom Senat als gemeinsame Veranstaltung geplant. Doch vor dem Hintergrund des beginnenden Ost-West-Gegensatzes hatte sich der Senat kurz zuvor für eine eigene Feier entschieden. Die Straßenbahnen. Wichtige Säule des Nahverkehrs in Hamburg. Doch nicht immer geht es ganz entspannt zu zwischen Besatzern und Besetzten beim Straßenbahnfahren. Einmal war ich in einer Straßenbahn und wir dürfen mit Straßenbahn fahren ohne zahlen, nicht die Soldaten. Und das erste Mal, und ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich an der Straßenbahn war. Und das war nachts und ich bin reingegangen und ich stand da, weil alle Plätze waren Dings. Und da an die Tür, wo der hinter der Fahrer war zu, und dann ging eine kleine Klappe runter und eine Hand kam rein für das Geld, für das Fahrrad. Und habe ich, Soldat, ich habe nur Kitze, Kitze, Kitze gemacht. Und er hat die Tür aufgerissen und kam das Deutsche auf mich, aber so der in so, ich werde das heute höchstwahrscheinlich verstehen, was er gesagt hat, aber das war ganz klar, das war kein Kompliment, die er mir gemacht hat, nicht? Und der Straßenmann ist gehalten und ich habe gesagt, you don't speak to me like that. Ich bin ausgestiegen und bin vor der Straßenbahn gestanden. Ich habe ein Stück Papier aus, ich wollte die Nummer und ich fand keinen Bleistift, ne? Und plötzlich ging eine andere Klappe raus, das war der Vater, hat mir eins gegeben. Und man sagt, dass die Deutschen keinen Humor haben, die haben so viel Humor. Da war ich in meinen Platz gestellt, da bin ich dann weg, habe ich gesagt, okay. Am 18. Mai 1949 stimmt in Hamburg die Bürgerschaft über das Grundgesetz ab. Bürgermeister Max Brauer im Vorfeld. Und ich hoffe, dass die Hamburger Bürgerschaft, die heute berufen ist, ja oder nein zu sagen, dass die in der größten Einmütigkeit dem Gesetz zustimmen wird. Mit 97 gegen 3 Stimmen der KPD billigt die Bürgerschaft das Grundgesetz. Hamburg wird jetzt zum Bundesland der Bundesrepublik Deutschland.
Der fliegende Hamburger ist wieder in Betrieb. Er bewältigt die ca. 300 Kilometer lange Strecke Berlin-Hamburg teilweise im 120-Kilometer-Tempo. Zonengrenzen und Baustellen verhindern vorläufig zwar noch eine vorkriegsmäßige Reisezeit, aber mit rund 5 Stunden Fahrtdauer bedeutet der fliegende Hamburger einen beachtlichen Fortschritt im Schnellverkehr zwischen Berlin und dem Westen. Während der Fahrt überträgt ein Lautsprecher Radio- oder Schallplattenmusik. In Hamburg hat der Zug 4 Stunden Aufenthalt. Dann geht die Fahrt mit 1200 PS wieder nach Berlin zurück. Tempo-Lieferwagen aus Hamburg-Harburg. Die vielseitigen Fahrzeuge spielen eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben der jungen Bundesrepublik. Neben dem legendären Dreirad-Lieferwagen Hanseat produziert man im einzigen großen Automobilwerk Hamburgs ab 1949 auch ein vierrädriges Modell, den Tempo Matador. Schnell entwickelt sich der Matador mit dem beginnenden Wirtschaftswunder auch zum Exportschlager. Über den Hamburger Hafen werden Matador-Lieferwagen in viele Länder der Erde exportiert. Revolution beim Einkaufen. Am Berliner Tor in Hamburg wird der erste Selbstbedienungsladen Deutschlands eröffnet. Mit diesem ersten bundesdeutschen Supermarkt beginnt für die Verbraucher in der Hansestadt im Spätsommer 49 eine neue Ära. Vom 16. September 49 an erscheint die Hamburger Morgenpost. Die 10-Pfennig teure Mopo ist Tochter der SPD-eigenen Zeitung Hamburger Echo. Neuerdings kommt auch die illustrierte Stern aus Hamburg. Die Zeitschrift des Verlegers Henry Nannen war seit 1948 in Hannover erschienen. Hamburgs Bedeutung als Medienstandort nimmt somit ständig zu. In einem Bunker auf dem Hamburger Heiligen Geistfeld beginnt 1949 ein neues Kapitel der Rundfunkgeschichte. Der Nordwestdeutsche Rundfunk bereitet seine ersten Fernsehversuchssendungen vor. Nur wenige Monate später werden von hier aus die ersten Testbilder des Fernsehens in der Bundesrepublik gesendet. Bei den Bürgerschaftswahlen im Oktober 49 verteidigt die SPD ihre Mehrheit. 65 der 120 Bürgerschaftssitze gehen an die Sozialdemokraten. Max Brauer wird als erster Bürgermeister Hamburgs bestätigt. Die neuesten Moden zum neuen Jahr. Ein prominenter Start? Christian Dior, der berühmte französische Modekönig und Schöpfer des New Look, ließ in Hamburg seine neueste Kollektion vorführen. Ein kleidsamer Mantel. Auffallend? Unauffällig. Das Kleid ist aus grünem Samt. Ein großes Abendkleid aus schwarzem Samt mit weißem Hermelinkeb. Auffallend an der neuen Mode ist die ungleichmäßige Drapierung. Bevorzugtes Material, Wolle, Taft und Brokat. Ein schwarzes Cocktailkleid mit weitem Rock. Und schließlich ein rotes Samtkleid mit Taftrock, der auch als Cape dienen kann. Das also ist die Mode für 1950. Nach der Voraussage der Modepropheten ein Jahr der Eleganz und des guten Geschmacks.